Insbesondere auch in herausfordernden Zeiten gilt Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, nah an dem Partner eben auch zu sein, um hier auch Hürden gemeinsam zu überwinden. Hallo und herzlich willkommen heute aus Köln. Bei mir ist David Kranenfeld von der Ampega. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Als Service-KVG seid ihr immer auf der Suche nach neuen Ansätzen. Welche neuen Ideen habt ihr in letzter Zeit identifiziert und welche Fondsthemen werden aktuell nachgefragt? Wir sehen vermehrt in diesem Jahr auch eine Nachfrage in Rentenfonds. Der Zins, der ist zurück. Es gibt wieder Marktrenditen und das merken wir auch bei den Anlegern, dass wir hier eine vermehrte Nachfrage haben. Aber auch der Bereich Aktien und Equity läuft. Was wir auch erkennen, ist, was im Markt allgemein auch in der letzten Zeit erkennbar ist, dass es einen Rückgang gibt in Multi-Asset-Produkte, hat mehrere Gründe, aber Renten und Aktien laufen nach wie vor. Und wir schauen natürlich auch immer als Service-KVG, was gibt es für interessante, spannende Themen, die unsere Produktpalette erweitern, wo wir vertriebliche Opportunitäten auch erzielen können und haben daher in den letzten Jahren auch sehr erfolgreiche Fonds aufgelegt, wie beispielsweise der Kolibri Event Driven mit den Coco Bonds und noch viele andere mehr. Das Umfeld ist nicht nur innerhalb der Branche aktuell etwas unsicher. Auch durch geopolitische Konflikte geraten die Märkte öfter mal ins Wanken. Wie muss man sich aufstellen, um auch in Krisenzeiten ein guter Partner zu sein? Ich glaube, nicht nur in Krisenzeiten, aber insbesondere auch in herausfordernden Zeiten gilt Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, nah an dem Partner eben auch zu sein, um hier auch Hürden gemeinsam zu überwinden. Das sind wir. Wir sind wirklich sehr nah dran an unsere Kunden und Vertriebspartner. Und da müssen wir uns eben dann auch keine Sorgen machen, wenn es mal ein bisschen volatiler ist und geopolitisch dann diese Ereignisse auf uns einherkommen. Künstliche Intelligenz ist ein Thema, an dem aktuell kein Weg vorbeiführt. Wie kann KI im Fondsgeschäft helfen und lassen sich dadurch möglicherweise dringend benötigte Effizienzen erzielen? Künstliche Intelligenz ist ein Zukunftsthema. Wir sehen ja aktuell auch, dass in ganz vielen Bereichen unseres Alltages KI schon Einzug gehalten hat. Und der Trend, der wird sich weiter fortsetzen. Sowohl im beruflichen Kontext, aber auch in unserem alltäglichen Leben wird KI immer stärker an Bedeutung zugewinnen. Wir sehen ja, dass ganz viele Unternehmen auch KI-basiert Technologien entwickeln. Und das ist ein Trend, den man auch nutzen kann. Also wir bei Ampega Investment setzen ganz konkret Künstliche Intelligenz im Portfolio-Management ein, hier bei der Optimierung von Portfolien, bei unserer Quant-Strategie. Und das sehen wir, ist eine große Erleichterung auch für die beteiligten Akteure. Viele Fondsselektoren zeigen sich im laufenden Jahr durchaus zögerlich, was die Allokation neuer Produkte angeht und die Flows vieler Fonds stagnieren. Wie gehen Sie den Vertrieb Ihrer Strategien in diesem Umfeld an? Also Kontinuität im Vertrieb, das zählt sich aus. Wir haben eine Vertriebsstrategie, die nah ist bei den Vertriebspartnern aufgrund von diversen Veranstaltungen, Formate, die wir hier auch ausrichten. Und wir sind auch nah dran, was den Bedarf angeht. Ich habe ja eben eingangs gesagt, dass wir im Fixed-Income-Bereich eine vermehrte Nachfrage sehen. Da sehen wir eben auch, dass es Bereitschaften gibt, hier zu investieren in unsere Produkte. Und das werden wir kontinuierlich auch fortsetzen. In vielen Portfolios der Investoren erkennt man aktuell das Wachstum der ETFs. Wie reagiert ihr darauf? Wir sehen in der Tat eine vermehrte Nachfrage an passiven Produkten. Das ist insbesondere auch dadurch getrieben, dass es einen Preisdruck gibt. Wir sind ein aktiv gemanagtes Haus, das heißt, haben wir ausschließlich aktive Fonds und können da auch einen richtigen Mehrwert bieten. Der muss stark herausgearbeitet werden. Was wir auch machen, gerade im Fondspolicengeschäft bei den Versicherungen, ist verstärkt auf institutionelle Tranchen zu gehen, um hier auch, was die Kostenseite angeht, wettbewerbsfähig zu sein. Das machen wir. Aber wir sind zutiefst davon überzeugt, dass aktive Fonds auch nach wie vor nicht nur eine Daseinsberechtigung haben, sondern einen richtigen Mehrwert für Kundinnen und Vertriebspartner. Vielen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank für das Interview.